Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wie machen wir da weiter? Mit Kara. Alice, distanziert. Das ist immer noch so mies wie vorher. Wir haben einige Aufgaben gerade bekommen. Prüfe die Nachbarschaft. So, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir mal. Was ist das? Ein Brecheisen. Okay. Ich schau mal. Die Polizei patrouilliert die Umgebung. Shit. Müssen hier mal was gucken. Eine Schere. Die können wir nehmen. Wahrscheinlich, um uns die Haare zu schneiden. Ja, steht hier doch irgendwie gerade so ein bisschen. Wir nehmen weiß. Also quasi Radikalkur. Aber wir können uns ja angucken. Ne, ich nehme weiß. So, einmal kurz. Oh, diesen Ring entfernen. Haare geschnitten und LED entfernt. So, wir müssen neue Kleidung noch finden. Schau mal hier. Okay, das ist irgend so ein Death to Androids. Da liegt ein Android. Scheiße. Wir sollten. Da was sind wir nicht gerade. Ich kann ja mal die Kamera anpassen. Ne, das geht auch nicht. Das ist auch nichts Großes. So, was haben wir hier noch? Polizei patrouilliert die Umgebung. Das haben wir ja schon festgestellt. Oh, wir könnten ja mal das Auto gucken. Brauche Werkzeug zum Aufbrechen. Wir haben das. Oh, das Brecheisen. So, probieren wir das mal. Einmal und zack, offen. Na, das sind sowas wie neue Klamotten zumindest mal. Und sie schläft weiter vor sich hin. Wir haben unser Aussehen geändert und haben auch die Klamotten neu geholt. So, die Frage können wir jetzt tatsächlich auf die Straße. Wir kommen aus dem Distrikt. Wir werden Alice wecken. Wir werden sie mitnehmen. Ich lasse sie nicht hier. Da habe ich jetzt gerade auch nicht drüber nachgedacht. Wir müssen hier weg.
Wach auf, Alice. Also war es kein Albtraum. Nein. Nein, es war kein Albtraum. Wie geht es dir? Mir ist kalt. Was sollen wir denn jetzt machen? Dieser Android von gestern. Er gab mir eine Adresse, dort würde man uns helfen. Direkt auf der anderen Straßenseite führen Schienen vorbei. Der Bahnhof ist nicht weit. Können wir ein Stück laufen? Na dann los. Dann verlassen. So bist du viel hübscher. Jetzt siehst du wirklich wie ein Mensch aus. Na dann los. Die Polizei sucht uns. Das wär's erstmal. Sie können gehen. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt 32. Sie nahm den ersten Bus, der vorbeikam, und fuhr bis zur Endstation. Die Aktion war nicht geplant. Sie handelte aus Angst. Androiden fühlen keine Angst. Doch. Anreichler schon. Sie werden von Emotionen überwältigt und handeln dann irrational. Aber das sagt uns nicht, wo sie hin ist. Sie hatte keinen Plan und kein klares Ziel. Vielleicht ist sie nicht weit. Vielleicht. Gelange zum Bahnhof. Naja, jetzt sind wir gefahren schon. Komm, wir müssen uns verstecken. Okay, dann gehen wir jetzt da lang. Das war knapp. Und das ist nicht halt. Wir dürfen das Ding nicht auf 100% steigen lassen, weil sonst sind wir. Habe ich. Okay, der ist keine Gefahr. Sie kommt nicht weit.
Wir finden sie, früher oder später. Fahren wir. Wir scheinen kommen zu sein. Gott sei Dank. Bist du okay? Zugsicher erreicht. Und das ist doch das Wichtigste. Wir haben noch ein paar Minuten. Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren sind wieder mit Markus unterwegs. Symbol ansehen. Okay. Suche das Graffiti. Da, so. Was hat er gesagt? Was haben wir hier? Okay, ein Magazin oder sowas und so ein nächstes Graffiti. Ich würde das hier nehmen. Gefunden. Hinweis aktualisiert. So, nächstes Graffiti. Wieder das Hashtag-Zeichen. Scheint aber nicht hier zu sein. Okay, wir müssen unter die Menschen. Ja, wir können auch nicht hoch. So. Da hinten ist das ist der Graffiti.
Warte mal. Wo muss dieses Hashtag-Symbol sein? Hier. Und davon müsste es eigentlich noch ein zweites geben. Das ist das hier. Wahrscheinlich, ja? Hinweis aktualisiert. So, das nächste Graffiti ist ein Stern auf lilanem Streifen. Das vermute ich, dass es da oben irgendwo ist. Ja, ich sehe es auch schon. Zwei Symbole. Und das ist das zweite. Den ist aktualisiert. So, die Frage ist... immer. Die Roboter. Oh, die Roboter müssen wir suchen. Das nächste Graffiti, ich folge des Weg nach Jericho. Das finde ich jetzt Roboter da hinten, sowas. Da sind die Roboter. Nummer 1. Da ist Nummer 2. Hindurchkriechen. So. Dann muss die Palette jetzt hier weg. Eieiei. Weg damit. Da ist das dritte Symbol. Perfekt. Wunderbar. Und den nächsten Teil sehen wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play Detroit Become Human.